brauchen noch mehr Erde? Echt jetzt? Man merkt, ich habe wieder viel kreativ gebaut. Ich kann nicht glauben, dass wir so viel Erde brauchen. So. Noch mehr Erde? Noch mehr Erde. Sehr schön. Kann sein, dass wir noch mehr Erde holen müssen. Es wird wieder Nacht. Das ist ein zu hoch. So hoch müssen wir nun auch wirklich gehen. Ach ja, egal. Muss auch nicht unbedingt so gerade sein. Jetzt haben wir gar keine Erde mehr. Gut, dann geht's morgen auf Erdjagd. Ach, guck mal da. Da hätten wir noch 3 Blöcke. Aber mit denen müssen wir hoch. Von daher. Gute Nacht. Gut. Dann gehen wir Erde suchen heute. Es muss sein, keiner beschwert sich. Damit wir unser Haus vergrößern können, brauchen wir Erde. Das möchte ich nicht hier machen, wo die Landschaften sowieso okay aussehen. Habe ich mich vom Schafhintern erschrocken. Ein wilder Schafhintern, oh mein Gott, er greift mich gleich an. Was war das? Achso, ich dachte schon, da... Stehen da ein Skelett. Ich grabe gerade nur ein bisschen Erde ab, da wo es nicht so... Ah, es war ein Huhn. In die Landschaft passt. Mit einem Ei. Plopp. Dankeschön. Scheiße. Hallo, danke. Das kann ich nicht so lassen. Oink. Wir dürfen aber auch nicht zu weit weggehen, sonst finden wir nicht mehr nach Hause. Obwohl, ich habe eine Karte dabei. Das sollte eigentlich kein Problem werden. Haben wir hier keine Hügel ohne Bäume drauf? Ich dachte schon. Hä? Einfach nur eine Grube. Wer anderen eine Grube gräbt. Kennt ihr meinen Spruch? Da ist ein Zombie. Jetzt sieht das wenigstens nicht mehr ganz so merkwürdig aus. Ja. Okay, ein 64er Stack haben wir voll. Das wird aber nicht reichen. Muss ich vielleicht irgendwo in eine Höhle? Da können wir uns doch schön runtergraben. Da kriegen wir viel Erde und wir
laufen nicht Gefahr, darunter zu fallen. Immer mittendrin, hä, Schweinchen? Muss immer mittendrin sein. Im Geschehen. Ah, könnte das... Ich habe keine Schaufel mehr. Und ich bin ziemlich voll. Ich muss in die Richtung. So, hinter diesen Hügel und dann war's das, oder? Ah, nö, nicht ganz. Da ist das einsame Huhn, das wir vorhin gesehen haben, das ich für ein Skelett hielt. Plopp. Dankeschön. Da ist unser Haus. Gefunden! So, wir werden jetzt mal die Erde los. Es ist ja für einen guten Zweck. Oh. Ja, komm. Die Bäume sind fast verschwunden. Vielleicht reicht die Erde, die wir haben, ja doch. Ich glaube es zwar kaum, aber man kann ja hoffen. Baum, du musst wahrscheinlich auch weichen, außer wir bauen um dich drumherum das Gewächshaus. Du nicht. Juhu, es wird reichen. Ein Wunder. Gut, dann hat sich das hier, die kleine Reise ja doch gelohnt. Ach, du nicht. 1, 2, fertig. Wie viel Holz haben wir denn? 6. Das ist nicht viel. Mal, ob wir mit 42 zurechtkommen. Wir kriegen ja gleich noch welche, wenn wir das Haus ein bisschen vergrößern. Komm, ich helfe mal ein bisschen nach. Gut. Überlegen. Wir könnten auch eigentlich so einen direkten Übergang machen. Ach Quatsch, mit Erde. Wir brauchen noch Holz. Plop, plop. Danke. Und ich habe überlegt, vielleicht eine nächste Etage zu bauen. Mein Boden müssen wir auch endlich mal machen. Das können wir auch endlich mal. Aber womit machen wir das?
So. Nachts kann es auf jeden Fall keiner mehr besuchen. Haben wir noch Glas? Vielleicht in. Schönen guten Tag. Kennt ihr mich noch? Wir können ja jetzt so einen kleinen Zwischenflur machen. Müssen wir auch nicht diese bescheuerte Tür dort haben. Und nicht durch alle Zimmer mal rennen. Glas. Ja, wir haben Glas. Fantastisch. Warte, warte, warte. Das tun wir weg. 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 Das können wir mal braten. Die sind gebraten. Okay. So, wo zimmern wir Fenster rein? Wir könnten. Komm her. Ich muss nur gucken, ob das geht. Ja, dann ist einer in der Mitte. Es wird schon wieder dunkel. Müssen uns ein bisschen mit dem Fenster beeilen, sonst haben wir ein Problem. Und hier eins hin. Sehen wir zwar nicht viel wegen dem Baum, aber so ein bisschen grün zu sehen ist ja auch nicht schlimm. So. Gute Nacht. Na, du kannst nur nachts schlafen. Jetzt geht's. Komm, Hundi. Liegen wir zusammen im Bett, du Wanderst. Tschüss, Hundi. Bist du gerade? Hundi? Ja, ich wusste es. Komm her. Eine ordentliche Treppe könnten wir uns auch mal machen, endlich. Wir haben doch noch die Holzstufen. Yes, haben wir. Plopp. Dann bauen wir langsam einfach mal das Haus aus. So. Hundi? Komm mal mit. Ja. Put, 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 komm. So ein Zwinger für euch wäre vielleicht auch nicht von ganz so schlecht. Hallo. Hallo. Ja, komm. Hallo. Und dann bleibst du halt da sitzen. So. Ja, das muss ich dann auch erst vergrößern. Dann muss mein Bett weichen. Plopp. Wir setzen das woanders hin. Packen wir das erstmal dahin, weil wenn wir den Flur machen, dann brauchen wir Platz. Dann müssen wir das Fenster auch einverrücken. Wir sparen jetzt auch nicht mit Platz, das ist mir jetzt egal. Hundi, du bist im Weg. Komm her. Hund, komm her. Ja, du. Hallo. Du da. Habe ich Knochen? Ich habe Knochen. Habe ich Fleisch für die? So verrottetes Fleisch oder so? Ja, sehr schön. Ja, das Schwert kann ich erstmal beiseite legen. Solange mich keiner angreift. Wollt ihr es haben? Wo bist du denn jetzt? Bist du jetzt auch runter in den Keller? Nein, da bist du.
Ach, du willst zu deinem Freund. So, sitz.